So, dann machen wir wieder den zweiten Part von Let's Play GTA 5. Ihr seht es auch da oben schon, Grand Theft Auto 5. Wir spielen Franklin und müssen jetzt von den Bullen abhauen. Ich habe ja leider die Zwischensequenz leider übersprungen, aber jetzt müssen wir von den Polizisten abhauen. Online ist leider noch nicht verfügbar, ich habe es schon probiert, aber ist noch nicht verfügbar. Geht leider nicht. Okay, gut, dann machen wir... Haben wir jetzt von den... Müssen wir erstmal die Bullen abhängen. Oh. Alter. Ach so, das ist ein Parkplatz. Ja, wow. Alex, machst du deinen Fahrer mal ein bisschen besser? So jetzt. Ich habe jetzt jede Menge Zeit für dieses Spiel. 4 Wochen. Also 4 Wochen, dann kommt Batman Arkham Origins, wo ich auch ein Let's Play von machen will. Also machen werde, ganz sicher. Und da hoch. Und dann... Oh, 4 Tage nach Batman kommt ja auch den South Park. Und dann 1 Tag nach South Park kommt Battlefield 4. Ich freue mich schon auf Battlefield. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf. Und auf South Park freue ich mich auch schon derbe. Ich freue mich richtig auf South Park. Und werde auch von beiden ein Let's Play machen. Also von Battlefield 4 werde ich ein bisschen was zeigen, denke ich, auf unserem Kanal. Und dann von South Park werde ich ein Let's Play machen. Von Batman werde ich ein Let's Play machen. Und dann kommt auch schon bald Ghost am 4.11. Also nicht mehr lange. Also ich habe noch echt sehr viel zu tun. Ihr habt noch sehr viele Videos von mir zu sehen. Ich glaube, ich hoffe, dass es euch das freut, wenn ich mal nicht so scheiße fahren würde, denn wäre es auch ein klein wenig besser. Ja, so fährt man heutzutage. Also ich bitte euch, das zu verstehen, dass ich sehr guter Fahrer bin. Auch klar. Ja, genau. Ja, ich habe es überlebt. Was ist das denn? Was ist das denn? Geil! Oh nein. Nein, was mache ich denn? So, jetzt aber nochmal. Jetzt nochmal. Jetzt fahr. Nein! Was ist denn das? Hä? Kann ich denn nichts? Kann ich denn gar nichts? Ja. Gut. So, jetzt aber. Ich habe die Bullen abgehängt, glaube ich. Alter. Ich wäre fast da hochgekommen, habt ihr es gesehen? Nein. Ach, gut. So, jetzt fahren wir mal hier rum. Das wird... Ja, ich kann so gut fahren und so. Ihr habt es ja eben gesehen, wie gut ich fahren kann. Ja. Alter. Boah, shit. Vor dem letzten Part war ja auch das Unboxing. Das war auch das erste Unboxing auf unserem Kanal. Wir werden das auch öfter machen, Unboxing. Ich werde jetzt jedes Spiel... dass ich unboxe, also jedes Spiel, das ich Let's Playen will, vielleicht, werde ich denn unboxen. Zwar nicht so, ich werde mir den Partner dazu holen, der mir die Kamera hält. Ja. Oder ich kaufe mir ein Stativ, keine Ahnung, mal gucken. Ich muss mir eh eine bessere Kamera kaufen. Mit meinem iPhone ist das wohl eher, also mit dem A-Phone ist ja ein Alex-Phone. Dem kann man das nicht so gut aufnehmen. So. Ah, Junge. Das Auto kann man auch für neu verkaufen. Oh Junge, das Auto, da will ich, das grüne Auto will ich haben. Das war ein Maserati, habt ihr es gesehen? Oh, falsch eingebogen. Das Auto ist schon fast Schrott, ey. Naja, passiert. Mm-hmm.
this racist insulted me. Hey, what's up, bro? What are you calling a nigger? No, I'm not calling nobody a nigger. Wait, what the fuck? I mean, N-word. That's not cool, man. I don't say that. You're fucking right, and you better keep it right, because this man right here, he's an international businessman, a multicultural. That I could not have said better myself. But seriously, maybe he's not a racist. But I don't think that... Alter, was für geile Karren hier rumstehen, ey. Wait a second. This guy right here, him? Give him a high. That's a real man's car. I think you are right, Lamar. You get a tax rebate. I understand. Money is an issue. Money isn't an issue. That's why I watch this when you're really made it going on this way. Look, man, I gotta go. Hey, Simeon. I'm out. I'll holler at you, homie. Best part, man. Ja, meine Karre, oh mein Gott. Ich komm jetzt da. Willkommen in Los Santos. Ich will da in die Karre. Oh Mann, oh. Yeah. Ford Mustang GT, oder was? Nee, du bleibst jetzt weg. Weg. Was willst du einsteigen? Was ist mit dir? Oh, ich muss ihn abholen. Ja, ich dachte, ich kann ihn da stehen lassen. Ja, komm mir auf zu weinen. Willst du mitfahren? Oh, ich wollte gerade wieder wegfahren. Warte, erstmal Burnout machen. Yeah! Guckt es euch an. Yeah, guck, wow, guck mal. Ja, sowas kann deine alte Dreckskarre nicht. Fahr hier lang und hier lang und hier lang. Ziemlich vulgär, diese Sprache. Ja, genau, in so einer so eine Karre in so einer kümmeligen Werkstatt, in so einer kümmeligen Garage, zu verarschen. Better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. What? Oh. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, he. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here. Okay, baby. I see what the thing you hear. I was on the phone, boy. Don't be listening. God damn it. Wait, look up. Schnell speichern auf dem Handy oder man kann jetzt schlafen gehen. So wie immer in jedem Ziel. Jedem geht her. Das Spiegel sieht irgendwie geil aus da. Ach, die Kleidung geht noch. Bestanden, yeah. Ich habe nur ein Silber, nicht einen Kratzer. Ja, okay, das ist logisch, dass ich das nicht. Ich meine, ich hatte da. Der Wagen sah wie neu aus, oder? Ja, seid doch mal ehrlich. Sah der Wagen nicht aus wie neu? Hätte ihn direkt als Neuwagen verkaufen können, also ich hätte es gemacht. Was muss ich jetzt machen? Ach so, ich muss Klamotten anziehen. Okay. Ja. Yeah. Okay, ziehen wir uns mal um. Outfits. Grauer Kapuzenpulli. Nein, man muss richtig wie ein Gangster rumlaufen. Beste. So läuft man wie ein Gangster rum. Anzugjacken. Oh, ich habe keine Gegenstände. Keine Gegenstände. Okay. Okay, ich habe wohl nur das eine. Ich habe mich doch umgezogen. Achso, ich muss mir bestimmt noch eine Hose anziehen. Kapuzenpullover, Hosen. Ih, silberne Jogginghose, ne. Naja, egal. Yeah, schwarzes Tanktop.
Weiß ist ein schwarzes Tanktop. Geht ab. Nee, ich koch doch noch nichts für dich. Komm her, Bitch Schlepp. Bitch Schlepp. Oh, geht nicht. Ich kann ihr keinen Bitch Schlepp geben. Bier trinken, ja, sowas macht man ja. Wenn man Durst hat, trinkt man einfach mal ein Bier. Scheiß drauf. Wenn man Bier trinken. So, dann müssen wir gucken. Soll ich jetzt was für die kochen oder nicht? Ich weiß es nämlich nicht. Ja, komm, jetzt gehen wir raus. Aber geht nicht. Warum nicht? Jetzt aber. Jetzt aber. Tatsache. Ja, ich. Hä, ich hab das doch schon ausgetrunken. Da muss doch irgendwann mal leer sein, oder? Ist immer noch nicht leer. Alter, das ist doch schon leer. Nee, aber er kann es halt dreimal austrinken. Er weiß halt, wie das geht. Reicht er irgendwie. Kann ich jetzt irgendwie schlagen oder so? Die Frau. Bitch Schlepp geben oder sowas. Oder hinlegen, keine Ahnung. Erstmal gucken, was meine Missionen sind. Was meine Missionen sind. Oh, das lädt aber ziemlich. Steige in dein Auto. Hä? Mission. Lol, man kann ja den Dialog nochmal nachlesen. Also wenn ihr den Dialog vergessen habt, dann könnt ihr das also nochmal nachlesen. Ich mach gerne so viel Stress, halt die Fresse. Rein meine fette Karre erstmal holen und dann ein bisschen Stress machen hier, ein bisschen Stress auf den Landstraßen. Oh ne, kein Bock auf den gerade. Kein Bock auf eine Mission gerade. Ja, habt ihr das gesehen? So macht das ein richtiger Mann, ey. Aua! Ja, boom! Alter, ja, okay, nehm ich halt an. Aua! Pass doch auf hier! So viele Falschfahrer hier, es gibt es nicht. So fährt man heutzutage. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Boah, Alter! Was zur Hölle? Okay. Erstmal kurz auf die Karte gucken. Gucken. Ja. Okay, es ist ja noch nicht viel. Alter, was denkt ihr, wer ihr seid? Kensch. Alter. Mein schönes Auto. Aua, was wollte ich gar nicht. Jetzt brauche ich eine Knarre. Jetzt muss ich jemanden abknallen. Hallo, ist es ein Problem, wenn ich ihren Golf nehme? Na egal, einfach hin. Ja, guck nicht so. Jo, was guckst du so, Fahrradfahrer? Komm ran. Ey. Ich hab's noch nicht mal so. Ja, jetzt aber. Warum guckt das? Jetzt glaube ich, kann mit dem Fahrrad fahren. Guck. Ja, der läuft ja noch weiter. Ich hab ihn gerade umgefahren. Der läuft ja noch weiter. Scheiß drauf. Ja, yeah, geil, ich kann mit dem Fahrrad fahren. Ah, geil, ey. Yeah, Fahrradfahren, FTW. Ja, yeah, guck mal, wie geil ich bin. Oh, fuck, oh, shit. Komm, ja, komm, ein bisschen.
Bisschen Ausdauer trainieren, du Lappen, es gibt es nicht. Da hoch. Los. Ja, ja. Oh Junge, mein Arm wird gleich. Oh Junge, hätte ich. Oh, Alter. Drück, Alter. Fahrradfahren ist voll anstrengend, ey. Nein, Spaß. Aber ist trotzdem. Alter, wie geil das hier aussieht, Mann. Wie geil, ey. Zack, zack, yeah. Jetzt wieder. Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh. Rade. Okay, wo bin ich denn hier, Leute? Ja, geil, yeah, wir fahren hier, wir gehen ins Boot fahren, Jubi! So, hallo, ist ja immer noch auf Fahrrad drauf. Jo, ja komm, mach. Ach so, die Steuerung ist andersrum. Ja, Junge, wie geil das hier aussieht, ey. Na, wo ist denn jetzt das Boot? Ich hab doch da gerade eben ein Boot gesehen, ey. Hier kann man sich ja nicht ans. Ah, da ist es ja. Hier kann man sich ja nicht ans Ufer warpen, wie bei Saints Row. Fährt das gerade, weil wenn das nämlich fährt, habe ich nämlich. Bin ich am Arsch. Ja, das fährt gerade, deswegen. Ist ja auch klar. Deswegen werde ich jetzt mal ein bisschen. Erstmal meine Ausdauer wieder ein bisschen. Komm, los, da hoch. Los. Alter, ich kann da nicht hoch, ne? Geht nicht. Muss ich mal gucken. Kann ich denn sonst hoch? Schwimmen! Wir machen jetzt erstmal Olympia schwimmen und so. Aber ich wollte doch das Boot haben. Armer Alex. Voll gemein. Ja, ich kann hier hoch. Nein, kann ich doch nicht. Doch, jetzt aber. Komm. Ja. Lauf. Ja, gut gemacht. Einfach mal hier gedrückt halten. Die Grafik hat sich sehr verändert. Zum vierten Teil, vom vierten Teil zu dem Teil hier, ey, das ist geil. Voll der Riesenunterschied. Vor allem die Weiten auch hier. Hier ist das richtig geile Weiten und so. Das sieht aus wie Red Dead Redemption. Das habe ich auch gespielt, aber ich hätte das gerne Let's Played, aber damals hatte ich ja noch nicht diesen Account, also diesen YouTube-Account, aber vielleicht mache ich das noch irgendwann, aber ich denke nicht. Es ist schon 12.05 Uhr. Ja, wir haben sehr viel gemacht in diesem Part, aber ich würde sehr gerne halt irgendwie wieder zurück in die Stadt gehen. Oh, hier musst du mal aufpassen. Kannst du off? Okay. Egal, ich laufe jetzt wieder zurück in die Stadt. Ist auch nicht so tragisch. Okay, ich mache jetzt erstmal eine Pause, bis ich in der Stadt bin, weil das wird nämlich ein bisschen länger dauern. Bis denn! So, da sind wir wieder. Und ja, es geht jetzt weiter auch mit Saints Row, mit GTA 5. Und ich bin jetzt in der Stadt. Klar, jetzt erstmal ein Auto. Vorhin waren da eben Polizisten. Das hat sehr lange gedauert. Es ist jetzt Abend schon geworden. Also okay, es ist jetzt ja Abend, kann man schon sagen. Ich wollte gerade Nacht sagen, aber Abend. Es ist ja noch nicht Nacht. Es ist ja mehr Abend geworden. Und ja. Wir fahren, ist das der Eiffelturm? Nein. Ich
dachte eben, das wäre der Eiffelturm, aber das wäre ein bisschen unlogisch gewesen. Hoffentlich gibt es hier auch irgendwas wie Las Vegas oder so. Das wäre voll geil, so. So Las Vegas in GTA, aber wuhu! Ja, also, genau. Ja. So ist das. Müssen wir hier. Ja, ja, hör auf mich zu blitzen jetzt. Das Spiel ist so geil. Ich liebe das Spiel. Eigentlich müssen wir jetzt ein paar Dinge machen, aber ich habe gar keine Lust, jetzt eine Mission zu machen. Ich will lieber hier so geil rumfahren. Woo! Jetzt aber, komm, am Hang, was habe ich gelernt für den Hang anfahren? Das geht so nicht, weil, okay, im Real Life, da geht es ein bisschen anders. Ich würge das Auto immer ab, wenn ich einen Hang anfahren muss, das ist voll behindert. Egal, ich bin ja, oh Junge, habe ich ihn umgebracht? Oh, das tut mir leid. Oh, ist das Auto kaputt? Wollte jetzt eigentlich irgendwo gegenfahren, mal gucken. Ja, das Auto ist kaputt. Aber nur ein klein wenig, das kann man noch fahren. Boah, mein Controller eskaliert irgendwie. Gerade, der ist richtig, richtig am Vibrieren die ganze Zeit. Da haben wir doch noch eine schöne Karre. Ja, merkt euch, wo wir geparkt haben, das ist wichtig. Hä, hey, lol, er hatte dafür einen Schlüssel? Ne, hat er nicht. Nein, was mache ich denn? Ah, wir haben gerade eben das Handy gesehen. Ich glaube, das ist jetzt das zweite Mal, dass wir das Handy gesehen haben. So, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie man das Handy nennen soll. Auf jeden Fall werde ich jetzt dieses Auto entführen. Ja, würdest du mal bitte rausgehen? Dankeschön. Ich bräuchte dein Auto. Sehr nett, dass du mir... Oh, die Bullen kommen. Ein Waffenladen! Na, wartet, ich bin ganz nett zu euch. Ammunition. Ja, okay, jetzt müssen wir aufpassen, damit die Polizisten uns nicht sehen. Ist ja nämlich schlecht. Machen wir hier mal die Tür auf. Hallo, mach mal auf hier. Hallo. Also hier geht's rein, okay. Ich muss erstmal die Cops abhängen. Oh, das wird nicht so leicht. Die Musik ist geil. Aber irgendwie, man sieht jetzt gar nicht so ein Kreis. Man sieht gar nicht, wie man von den Bullen abhauen muss. Warte. Alter, fahr. Nein, die Polizisten kommen zurück. Ja, ja, komm, hör auf zu hupen. Ja, ja. Nicht so tragisch. Ja, gut, da haben wir die Bullen abgehängt. Zum Glück sind die Bullen blind. Ja, so ist das. Zum Glück sind sie blind, da haben wir echt Glück gehabt. Oh, hallo, würdest du mich mal da durchlassen? Ich habe hier Vortritt. Dankeschön. Fahren wir jetzt mit dem Auto jetzt mal da rein? Ah, es geht nicht. Mit Auto geht das nicht. Mit Motorrad müsste man hier mal reinfahren. Nee, geht nicht. So. Oh, war das schon wieder viel zu lang.
war, ich werde noch meine Waffe kaufen. Na. Hallo. Oh, er hat die ganzen Waffen nicht vorrätig. Aber wir bekommen bald eine Gatling Gun oder eine Minigun da hinten. Sehen wir sie? Hey, warum kann ich mir das nicht leisten? Oh, mir fehlen noch ein paar Punkte. Oh, Cyjack hat begonnen, Grand Theft Auto 5 zu spielen. Nice. Das freut mich für ihn. Er hat es also auch. So. Hier lang. Hier lang. So. Damit beenden wir den Part, wenn wir hier noch einmal um die Ecke fahren und geil eingeparkt haben. Beenden wir den Part. Ich wünsche euch natürlich einen schönen Abend und einen schönen Tag noch. Und ja, bleibt auf unserem Kanal. Es werden auf jeden Fall viele Let's Play Parts kommen. Und ja, ich freue mich, dass